Jo Leute, und damit willkommen zurück zu Assassin's Creed Rouge. Oder Rook. Ich habe keine Ahnung, wie man das ausspricht, wie gesagt. Ja, beim letzten Mal haben wir Washington erledigt. Haben ein neues Gewehr bekommen. Dann schauen wir mal, was jetzt als nächstes kommt. Ich habe mitten in der Fahrt beendet. Weil sonst wäre die Folge zu lang geworden. Der Chasseur wird uns erwarten. Und der Chevalier. Oh, ein kleiner Preis für eine Spur zur Vorläuferschatulle. Ja. Aufgehen! Nehmt Druck vom Baum! Gut, da sind wir. Ups, falscher Knopf. Ich liebe es, wenn ich falsch drücke. Hallo? Du sollst andocken. Geht doch. Aha. So, hier ist ein Geschäft. Darum muss ich eh hin. Wow. Ui. Das ging gut. Ich gehe erstmal. Obwohl. Ich quatsche erstmal. Chevalier, was ist mit eurem Schiff? Es gab ein winziges Scharmützel. Drei Schiffe habe ich ins nasse Grab geschickt. Die Gerfaut wäre beinahe gefolgt. Und da ging es euch besser, Le Chasseur? In der Tat. Ich habe erfahren, dass dieser Samuel Smith überall nach Antworten gesucht hat, um die Funktionsweise der geheimnisvollen Schatulle zu ergründen. Er ist aus Europa zurück. Wo ist er jetzt? Macht seinen Schoner flott. Wenn ihr euch eilt, trefft ihr ihn noch dort. Ach, wisst ihr noch die Baupläne? Nun, ein Ingenieur baute diese Wunderwaffe für euer Schiff. Master Puckels Gewehr feuert schneller als eine Artilleriebrigade und doppelt so schnell. Vielen Dank. Nur das Beste für meine guten Freunde. Neue Waffe. Packergewehr. Packergewehr auf Schwachstellen abfeuern. Halten RB, freies Ziel mit R. Okay. Captain? Anker? Ups. Oh, wahrscheinlich ist das wieder so, ne? Ich begleite euch auf der Reise. Wollen wir dann, Gentlemen? Ihr seid bester Laune, Shay. Warum auch nicht? Wow. Wir haben eine neue Waffe und können sie wohl bald einsetzen. Haben wir doch schon gehört. Nebenbei, Templer sind meist gut bewacht. Und ich bin sicher, Smith macht da keine Ausnahme. Anker setzen! Mich. Vor allem, wie wir da unten landen, ne? Hätte ich doch eher zum Hochgehen können. Mann, Mann, Mann. Will man nicht erkunden. Naja, sind ja schnell wieder oben. So. Dann geht's nochmal hier hoch. Genau da. Hallo? Nicht da? Hier. Achso, wenn man erstmal woanders hin muss, wenn man hochkommt. Da oben hängt was. Holen wir uns das noch vor. Schwupp. Nein, nein, nein. Nicht runter. Du sollst da hochklettern. Mann, Mann, Mann.
Wohlstand. Sammelobjekt, okay. Hm. So. Und dann gleich erstmal runter. Ui. Zack. Please come in and cast an eye about. Munition. Okay. Das haben wir alles. Naja. Ah, well. Good day. Vor allem draußen können wir ganz da rumrennen und wenn wir da drin sind, muss man voll langsam laufen. Hallo. Captain am Steuer! Und diese Baupläne bringen noch einen weiteren Vorteil. Die Morrigan hat jetzt eine Ramme, die das Eis durchbrechen kann. Ich hörte von dieser Technologie, habe sie aber nie in Aktion gesehen. Was ist denn mit Smith? Wo steckt er? Ei, er segelt in diesen Gewässern. Und vielleicht hat er die Vorläuferschatulle. Finden wir ihn. Bam, 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 bam. Kriegen wir die Sachen denn? Normalerweise ja, ne? Oder sind die zu sehr noch im Eis drin? Ne, danke. So, die Ramme. Meinst du hier? Eisberg voraus. Danke. Bring die Hauptsegel in den Wind. Von vorn, Captain. Kann nicht mehr weit sein, Sir, Captain. Von vorne. Von vorne. Ich wollte nur das Ding kaputt machen, also. Ich glaube, ich habe das Schiff versenkt. Das ist cool. Das ist cool, dass das klappt so. Feuer! Er bricht zusammen! Geladen, Captain! Wie man damit Schiffe versenken kann, ey. Ist auch cool. Da ist das Schiff. Ein günstiger Zeitpunkt. Göttin Fortuna schenkt euch ihr Lächeln. Wir sind entdeckt. Verfolgt ihn. Aber schießt nicht. Wir dürfen die Schatulle nicht beschädigen oder gar versenken. Okay. Kann dieses Fass auch schneller? Immerhin ist mein Schiff noch seetüchtig, Chevalier. Ihr zerstört die Schatulle. Ja, ist ja gut. Unser Ziel ist sehr gescheit, aber nicht in seinem Element. Samuel Smith ist Schatzmeister der Templer. Was er hier auf sie will, erschließt sich mir nicht. Vielleicht wollte er jemanden treffen. Oder stieß auf Piraten. Er überholt sein Schiff. Etwas muss geschehen sein. Hätten meine Verbündeten ihn angegriffen, wüsste ich davon. Nun, er war lange auf Reisen. Jetzt können wir ihn schnappen. Smith verwaltet die Reichtümer der Templer, nicht wahr? Mhm. Ist er aus dem Weg? Washington vertraute ihm die Vorläuferschatulle an. Er könnte sie noch haben. Shay hat recht. Die Schatulle geht vor. Also können wir ihn nicht versenken. Wir müssen sein Schiff kapern oder ihn zum Stranden zwingen. Okay. Feuer! Schluss! Das ist kein Spiel, Coldbauer! Er bricht durch das Eis! Ihr scheint nicht der Einzige mit einem Rammsporn zu sein, Shay. Hoffentlich ist unserer ebenso gut. Ja. Oh jo. Das wird ein Spaß. Der Weg ist frei. Und erneut ist euch das Glück treu. Aber verschwendet keine Zeit mit Jubeln. Smith entwischt uns. Dann lass mich doch schneller segeln. Patrouilliert in diesen Gewässern, Captain. Eine Falle! Oh, wo ist der Diablo noch fair? Smith darf nicht entkommen. Getroffen, Sir. Passt auf, Captain. Öffnet die Hauptsegel. Ah. Sorgt dafür, dass wir die
Kahn verfluchen. Feindliche Schiffe zerstören. Läuft bei euch. Benutzen. Mann. Da wollte ich gar nicht hoch. Was, wenn die mir im Weg rumstehen? Autsch. Sterb. Weg mit euch. Sterb. So. Oh. Ausschlachten. Können wir also nicht mitnehmen. Schade. Na gut. Mit Schiff geblieben. Beseitigen wir zunächst diese Ablenkung. Wir finden ihn. Da! Da müsst ihr sie Feuer! Treffen! Bereit zum Zuschlagen! Treff sie da! Und sie geht unter! Sie bricht auseinander! Feuer! Da! Zielt dort! Feuer! Bereit hier! Feuer! Eine Schwachstelle! Feuer! Schieß drauf, Captain! Drehsegel einholen! Feuer! So. Ein Wrack mehr! Da ist Smith! Ihr segelt weiter! Sicher wollte er eurem Untergang beiwohnen. Da muss ich ihn enttäuschen. Er ist noch in Reichweite. Dann wollen wir mal. Dann wollen wir mal. Hängt er da fest oder so? Oder ist das nur wieder eine Falle? Ach so. Vorsicht, das ist ein raues Lüftchen, Captain. Wow. Ölspur oder was? Das welches Teufelswerk ist das? Noch eine Templer-Taktik. Sie können das Wasser mit Flammen überziehen. Vorsicht, Jay. Wir könnten zur Asche werden. Das ist nichts als ein letzter verzweifelter Versuch. Mit Öl. Er weiß, dass wir ihn haben. Kopf- und Bramsegel setzen! Alle außer Großbergen! Gebt mir etwas Fahrt! Wenn ich meine Augen schließe, träume ich von Schnee. Sein Ernst? Der Wind verheißt Ärger, Captain Dormek! Ass- und Topsegel bergen! Bringt die Hauptsegel! Oh. Schnell durch da. Habt ihr die Schoten überprüft? Hier vorne ist er ja. Jetzt wissen wir, wo es hingeht. Töten. Der Bastard hat ein Lager hier. Folgt ihm an Land. Feuert auf keinen Fall mit den Kanonen in der Nähe der wertvollen Schatulle. Ich kümmere mich darum. Hält die Segel in den Wind. Andocken. Geht vor Anker. Läuft bei denen. Ich mach das dann anders. Zack. Wurfpfeile. Ja. Hab ich die denn? Achso, da. Hallo? Hoch mit dir. Sterb. Nein, 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 nein. Aha. Ich habe noch ein bisschen Zeit.
Ist nicht so problematisch. Das ist dein Ende, Assassine. Ist es? Ja. Das werdet ihr bereuen. Stepp. Das kann nicht sein. Nein. Wisst ihr überhaupt, was das ist? Ein uraltes Artefakt. Ein Schatz von jenen, die vor uns kamen. Ja. Aber was soll's? Selbst die größten Wissenschaftler aus ganz Europa konnten es nicht zum Laufen bringen. Jetzt fehlt nur noch das Manuskript. Und dann wird alles enthüllt. Na, darf ich kämpfen? Okay. Drei Kanonen drohte damit zu zerstören. Brennendes Öl. Okay. Dann plündern wir mal. Ah ja. Wo ist denn das da? Tötet euch mal gegenseitig wieder. Tötet euch. Zack. Okay. Einer noch. Dann haben wir die hier weg. Hallo. Aber wir müssen da hinten lang, oder? Wo müssen wir denn hin? Da. Okay. Geht das? Okay, machen wir das so. Aber so geht das auch. Schatulle. Smith ist tot. Sehr gut, Jay. Wo ist der Chevalier? Zurück zu Garfour. Wir müssen ohne ihn feiern, fürchte ich. Mir ist nicht nach Feiern zumute, Liam. Nee. Artefakte zurück, aber um welchen Preis? Samuel Smith. Ja. Ich sollte mal die erstmal aussprechen lassen. Bevor ich da einfach durchfahre. Naja. Was soll's. Okay. Wir müssen jetzt dahin. Alle Segel reffen! Alle Segel! Alle Segel! Die Segel! Holt alles aus hier raus! Wir zerstören gleich an Land, Captain! Hat ein bisschen sehr vibriert. Wir müssen das Schiff aber irgendwann nochmal weiter ausbauen. Dafür müssen wir ordentlich Kohle machen. Plündern gehen und alles. So, hier müssen wir hin. Albani, Juli 1754. Oder Albani. Irgendwie so. Captain am Ruder! Nee. Anker? Anker? So, wo haben wir das Ding? Da müssen wir hin und da haben wir das. Ist das ein doofes Gebiet? Naja. Es gibt halt auch immer Stellen, da kannst du so durchlaufen. Naja. So. Wow.
Stop there, you. No. You there, stop. No. Bloody bastard! It was mine and you know it! Yeah. Hm. Okay. Okay. So, dann machen wir das einmal hier. Dann haben wir das wenigstens schon mal. Obwohl wir hier eigentlich nicht sein sollten, wahrscheinlich. Egal. Wir sollen halt hier sein. Ui. Ja, kommt, lauert nicht. Tschüss. Krieg mich doch eh nicht. So. Aha. Tschüss. Krieg mich nicht. Edgy Badge, hallo. Wir das Volk. Ihr seid da. Der Kongress berät sich noch. George Washington hat die Franzosen bei Jumonville angegriffen. Sie sehen das als kriegerischen Akt. George Washington. Ihr meint Lawrence' jungen Bruder? Ja, eben der. Apropos Lawrence Washington. Seit ihr ihn eliminiert habt, ist James Wardrop aufgestiegen. Alle Mittel der Templer stehen ihm jetzt zur Verfügung. Was ist mit dem Manuskript? Laut meiner Quellen in New York hat Wardrop es. Ich weiß auch, dass er jetzt hier im Kongress ist, schwer bewacht. Shay, findet Wardrop. Holt das Manuskript. Hier wimmelt es von Templerwachen. Liam und ich lassen ihn nicht entkommen. Hm. Jetzt müssen wir da vorne wahrscheinlich. Ja. Gut, aber ich würde sagen, das machen wir dann beim nächsten Mal, ne? Dann würde ich sagen, sehen wir uns das nächste Mal wieder bei Assassin's Creed. Wusch. Bis dann. Ciao, ciao.